ist der? Wo steckt der Bär? Wo steppt der Bär? Der muss doch hier sein. Nein, hier war es. Oder muss man zuerst die Spur aufnehmen, damit der hier spawnt? Also ich sehe hier keinen Bären. Ich glaube, man muss die Spur aufnehmen, oder? Oder einen Köder setzen. Hä? Help me. Oh. Da braucht jemand Hilfe. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo hat sie geschrien? Bin ich blind oder? Adventmark, Wunschzeit kommt, yeah! Das ist eine schöne Zeit. Ja. Oh. Oh. Hey, you best damn well listen. Goddamn bastard. Okay. Ach, immer diese Räuber. Immer diese Räuber. Bin froh, wenn der ganze Quark wieder vorbei ist. Was ist der ganze Weihnachtsrummel oder was? Stellinger. Zeuge. Muss hier weg, sonst. Ah, soll er melden, ist mir egal. Zeuge Mord. Ach, meine Güte. Das war doch nur Selbstverteidigung. Er hat keine Ahnung, der Zeuge. Ach, meine Güte. Muss ich jetzt wirklich einen Köder verwenden? Ich glaube, ich muss einen Köder verwenden. Aber das mache ich erst, wenn die wieder weg sind hier. Sonst ist blöd. Ja, das kann sein, Nastja, ja. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Weihnachten, Silvester brauche ich nicht. Ja, Silvester, das kann schon ätzend sein. Also Silvester ist echt... Ja... Ich finde die Luft immer dann extrem. Es ist halt. Keine Ahnung. Ich meine, ja, man feiert halt ins neue Jahr und.
Ich will halt jetzt kein Spielverderber sein, gell? Also. Aber es ist schon eine ziemliche Verschmutzung. Auch auf den Straßen und so. Bei mir ist das überhaupt extrem in der Gegend. Ich habe es früher gehasst, zu Silvester oder so irgendwo draußen zu stehen. Aber gegen Weihnachten habe ich eigentlich nichts. Nur gegen den ganzen Stress, der da verbreitet wird, sage ich mal. Ich meine, Stress macht man sich eh nur selbst. Aber, also zumindest jetzt wegen Weihnachten. Aber ja. Ich lass mich da nicht stressen. So, gut, jetzt stelle ich aber einen Köder. Weil ich will den Bären. Ich will den Bären. So, wie war das nochmal? Raubtierköder, war das der Raubtier? Na, das war der starke, glaube ich. So, den setze ich. Wie ging das? Genau. Läuft nicht so, wie ich mir gedacht habe. Wo ist denn der Köder jetzt eigentlich? Dass der Bär auf einmal von hier kommt. Oh, das ist so eine blöde Stelle hier. Ich hätte mir dann eine bessere Stelle aussuchen können. Hier geht's. Jetzt muss ich warten. Das stimmt schon, Weihnachten als solches ist okay, doch wird da immer mehr und mehr geschenkt und die Geschenke werden teurer und teurer. Plastiktannenbäume überladen mit tonnenweise Schmuck. Ich weiß, was du meinst, ja. Das stimmt. Das stimmt, Stellinger. Unnötiges Geld, was man raus hat, aber der Alkohol gehört dazu. Ist das normal, dass man so lange wartet? Das ist nicht normal, oder? So, wo habe ich den Köder hin platziert? Hier, oder? Scheiße. Ich bin kein guter Jäger hier. Oh Mann. Habe ich noch einen Köder? Raubtierköder hätte ich noch. Ich weiß, dass der Bär normalerweise hier ist. Warum ist er diesmal nicht hier?
kann das nicht mitnehmen, mit Wahnsinn. Du musst die Spuren suchen und die verfolgen. Der gibt Duftmarken ab. Oh Gott, wie du da rumläufst. Aber ich habe doch einen Köder gesetzt. Ich habe einen Köder gesetzt, Sir Felix. Deswegen. Aber da passiert nichts. Don't abuse bears. Er kommt da mit einem alten Schinken. Ach man. Also doch mit der Spur. Das war eh auch vorhin meine Annahme. War kurz weg, hast du Story weitergemacht? Na. Ich bin nur doof durch die Gegend gelaufen. Und hier habe ich wieder Oregano. So wie gerade eben. Einfach nur blöd durch die Gegend rum. Hier ist eine Spur, aber ich glaube nicht, dass die zum Bären gehört. Unbekanntes Tier. Oh. Das ist aber nicht der legendäre, oder? Grizzlybär. Okay, mit verbesserten Pfeilen oder ein Scharfschützengewehr um einen Zaun. Komm, den hole ich mir. Oder? Sollen wir uns den holen? Oder? Ich will nämlich eigentlich den legendären Bären, nicht so einen Grizzly. Der arme Bär. So. Jetzt gibt's Bärenschnitzel. Oh ja. Aber ich würde gern einen legendären Bären haben. Das Ding ist halt, ich pack das Bärenfell jetzt hier drauf. Und jetzt wird sowieso kein Platz mehr sein. Für einen legendären Bären. Na komm, gehen wir nochmal zurück. Ich schaue, dass ich das Bärenfell irgendwo verkaufen kann. Hier beim Hehler. Kann man beim Hehler? Seltene, der sich für seltene. Ja, perfekt. Gehen wir zum Hehler. Und dann gehen wir nochmal zurück. Vielleicht habe ich es irgendwie jetzt, weiß ich nicht, vermasselt mit dem legendären Bären. Und das muss ich irgendwie neu triggern oder so, weil ich finde auch keine Spuren, wo normalerweise Spuren wären. Außer er ist immer irgendwo anders.
Aber gut, das muss ich noch rausfinden jetzt. Du sollst den Reiten nicht töten. Kurz weg, alles klar, bis gleich, Felix. Wenn du den anderen findest, tu das schlechte Fell weg. Ah, das wäre schade. Weil ich glaube, das gibt schon auch viel Geld. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich zum Hehler muss oder zum Trapper. WB, Nastja, WB. Ja. Was ist das, ein Tintenfisch? Galaxy Man, servus! Seien Sie gegrüßt, mein Imperator. Ja, sei gegrüßt, Galaxy Man. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Dann nicht für mich. Boah, jetzt ein Schnitzelchen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ein Schnitzelchen geht immer, Finn. Gehen wir auch schnell zur Postmeisterei, weil sonst nerven die mich einfach nur. Der Jugo. Thanks, Mister. Ich überfall gleich das Schnitzelhaus. Boah, die haben gute Schnitzel. Die haben echt top Schnitzel, also. Bei uns in der Nähe gibt es auch ein Schnitzelhaus. Ich liebe es. Heute war ein Tag, wo man lieber im Bett geblieben wäre. Also ein typischer Sonntag, oder? Remember you. Passed through here some time ago, huh? Herstellen? Alright, take a look. Looking to get something put together, huh? Ah, der will nur legendäre Sachen. Och, man. Aber hier Amulett? Was ist das? Avalone-Muschel, legendären Bison. Ach du Scheiße. Wie viele Sachen es hier gibt. Oh Mann, der will. Ich glaube nicht, dass der. Oder? Warte mal, hier verkaufen, verkaufen. Das ging doch gerade, aber warte mal, was hat denn der noch so Schönes? Ein Dietrich. Das kaufen wir. Ich habe mich schon gefragt, wo man das. Hä? Henkersmaske? Braune Sackmaske? Psychomaske? Broschüre für Giftpfeile? Oh. Der Rezepte. Und wie viel die kosten? Aber das für Broschüre für Giftpfeile wäre natürlich. Das wäre. Ja. Mein Imperator, willst du nicht ein paar Schnitzel an die Bedürftigen unter deinen Anhängern verteilen? Also an mich zum Beispiel. Es gibt so Tage, wo ich manchmal Schnitzel raushaue, ja. Aber
Ist heute so ein Tag, Stellinger? Das ist natürlich die Frage. Wenn man nicht arbeiten müsste, dann wäre es ein typischer Sonntag. So aber nicht. Oje, oje, Galaxy Man. Aber ich hoffe, du hast es jetzt hinter dir und kannst den Sonntag noch ein wenig genießen. Also lehn dich zurück und entspanne. Vielleicht noch mit einem Bier oder einem Radler oder was auch immer du gerne trinkst. Und dann Prost! Long time since I saw a lawman come out here. Wrong corner of the heartland. Hätte mich ja gefreut, wenn es funktioniert hätte. Schauen wir mal, Stellinger. Psychomaske. Ich kauf mir alle. Ah, er hat sie wahrscheinlich jetzt gerade auf. Deswegen hat der andere Typ das gesagt. Und ich kaufe noch die Broschüre für Giftpfeile. Da ist es. Hä? Das ist... Ist das die Maske von Hannibal oder so? Ich kenne mich nicht so aus. Die schaut doch so ähnlich aus, oder? Aber wo kann ich das... Nein, nicht Dynamit. Ich kann es leider nicht ändern. Hey, what are you masking up around here for? What? I don't cater to second thoughts. Oh mal. Ich will mir die anderen auch noch anschauen. Hier Henkers Maske. So old Bob Crawford was livid about his. Okay, das ist so, so eine Maske. You are. Dann haben wir noch den Sack, glaube ich. Eine Sackmaske. Das ist nicht schlecht. Naja, bin von der ganzen Menschheit heute genervt. Oje, Galaxy Man. Aber solche Tage gibt es. Solche Tage gibt es. Bye. Da müssen wir durch. Ja. Suchugi TV, servus. Guten Abend. So, dann noch die Metallschädelmaske. Wie sieht die aus? Auch so eine Hannibal-Maske oder sowas? Na. Der Zähne vorne. Ich sehe es nicht so gut. Das Licht hier ist so schlecht. Aber ich frage mich, wo man das ändern kann. Oh mal. Vielleicht eh auch beim Pferd. Okay. Aha, so kann man die Handschuhe auch ausziehen. Ah, hier kann man es ändern. Okay. Ja. Aber warum habe ich hier nur drei? Lass mal das jetzt einfach mal so. Ich ziehe sie hier schon wieder ab. Ganz ruhig. Being out here is great.
So, jetzt verkaufen. Hoffentlich klappt's. Ich glaube, der will kein Fail. Das wird gar nicht angezeigt. Mein Bärenfell. Da muss ich es runternehmen. So. Da. Gut, aber jetzt, okay. Wenn er das jetzt nicht will. Und er will es nicht. Okay. Not a word to Wagner. Oh Mann. Or no one else. Das ist eine Reise, Leute. Quer durchs Land. Gibt's irgendwo einen Trapper? Warte mal. Konnte man nicht irgendwie... Ja genau, Index. Trapper. Der war doch für Fälle zuständig, oder? Was ich so gelesen habe. Oh Mann. Na. Das ist der einzige. Das ist ja nicht wahr. Das ist doch nicht wahr jetzt. Es gibt nur einen Trapper. Und der ist in dieser Großstadt, ganz unten im Süden. Na gut, so weit ist es jetzt auch nicht. Ja. Ach, meine Güte. Spende ist im Lager, das ist ja auch so weit weg. Nein, gibt's nicht. Sag dir aber nicht wo. Ich weiß, dass hier unten noch einer war. Hier habe ich irgendwo mal einen gesehen. Der war auf der Karte hier, irgendwo hier. Aber dann ist er verschwunden, warum auch immer. Ich verstehe das nicht. Trapp, der Trapper, Trip, der Indianer. Die wandern. Es gibt insgesamt, glaube ich, 4. Oh. Das sind so Wanderer. Nomaden. Meine Güte. Was mache ich jetzt mit dem Fell? Jetzt muss ich anscheinend wirklich wieder zurückreiten. Oder hierhin. oder ich mach's einfach wieder. Ich fahre einfach wieder mit dem Zug, oder? Wird schneller gehen. So, wo war hier nochmal der Zug? Da oben. Fahren wir nochmal mit dem Zug. Wir haben es ja nicht eilig. Läuft ja nichts davon. Bis zum Online-Modus dauert es ja noch ein bisschen. wenn ich ihn jetzt hier anbinde, ist er nicht gut. Ich hoffe, wenn ich jetzt mit dem Zug fahre, dass das Fell nicht verschwindet am Pferd. Das wäre ganz mies.
das wäre richtig gemein. Enjoy your destination. AFK, alles klar, bis gleich. Stell dich mal. In Gebieten, wo du noch nicht warst. Ja, das hätte ich mir fast schon gedacht. Ja, Anastasia ist echt ein schöner Name. Mein voller Vorname ist Lisa Patricia, aber ich habe mich einfach auf Finn umgenannt. Wieso Finn? Darf man fragen, warum Finn? Aber Lisa Patricia klingt auch originell. Das hat schon irgendwie was von einer Künstlerin, Finn. Also finde ich. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich mit Kunst gut auskennt, aber ich finde, das klingt schon ganz künstlerisch eigentlich. Ah, das Fell ist noch drauf, gut. Felix ist einfach zu merken. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ach, einfach, weil ich ein komisches Kind war. Okay, okay. Und jetzt hat natürlich der Trapper zu. Selbstverständlich hat er zu. Wenn wir hier ankommen. Und ich sollte das hier oben auch wegmachen, weil sonst verwirrt mich das Ganze nur. Schwups. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht irgendwie einen Arbeiter oder so niederrenne. Und ich einfach nur Patrick. Aber Patrick gibt's viele. Patrick kenne ich sehr viele. Das ist ein sehr bekannter Name. Finn bedeutet halt recht viel. In Französisch Ende, in Englisch Flosse und in den skandinavischen Ländern bedeutet es irgendwie hell oder rein. Okay. Also vielseitig. Kannst du was aussuchen. Je nach Laune. Je nach Lust und Laune. Ich glaube nicht, dass ich da mit dem Pferd hoch sollte, oder? Aber ich mach's einfach. Ja, darf man nicht. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ach komm. Alter hier, also ganz ehrlich, der so viel zum Fressen gebe ich ihm gar nicht, wie viele Pferdeäpfel er hier verteilt beziehungsweise produziert. Ich weiß nicht, wo der das
wo er das herholt. Super, was mache ich jetzt? Felix, der Glückliche. Manchmal war. Nur manchmal. Ich hätte gerne Leonidas geheißen. Alles klar. Ab jetzt nenne ich dich nur noch Leo, okay? Männer schnupfen. Ab jetzt bist du der Leo. Leonidas. Ach komm, jetzt hat er nicht offen, der Trapper. Das kann ja nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt? Das ist ja schlimm hier. Okay. Mein Kater hieß Betsy. Der Betsy. Ich wollte meinen Kater Felix nennen. Ist aber dann bei Lucky geblieben. Der Lucky. Kann man irgendwie Zeit überbrücken oder so? Muss doch irgendwie gehen, oder? So, ausruhen, genau. Und jetzt, nix. Ach so, ja, stimmt. Ich wollte schauen, wegen den Giftpfeilen. Hier, Pfeilgift, was braucht man dafür? Unbekanntes Rezept, das ist nicht wahr, ich habe es gekauft. Das ist nicht wahr. Da muss ich kurz in die Taschen schauen. Genau, hier. Broschüre. Lesen. Ahaha. Giftpfeile. Ein wahrer Naturbursche muss mit allen Schwierigkeiten zurechtkommen. Das Satteln eines Wildpferdes, das Bauen eines Floßes oder das Erlegen eines Wildtiers oder Wilden. Wenn sie eine Gefahr darstellen. In manchen Fällen macht es Menschen oder große Tiere nur wütend, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. Die alten Griechen und Römer haben dies verstanden und oft ihre Geschosse mit Gift überzogen. Okay. Benötigte Materialien. Pfeil, Feder, Oleanderpflanze. Okay, Oleanderpflanze habe ich glaube ich noch keine gefunden. So, erstens tragen sie den Oleander vorsichtig auf die Spitze eines Pfeils auf. Befestigen sie eine weitere Feder. Im Köcher aufbewahren. Merken Sie sich, welchen Pfeil Sie benutzen. Essen Sie keine Tiere, die mit Gift getötet wurden. Okay, okay. Halten Sie Ihre Augen offen, Ihr Schießpulver trocken und Ihr Messer scharf. Okay, das machen wir. Gibt es hinten auch noch was? Na, gut. Jetzt haben wir es erlernt. Ich hätte gerne Christoph geheißen, aber leider heiße ich Eichi. Eichi? Von was kommt Eichi? Eichi habe ich noch nie gehört. Christoph gibt es auch so viele. Christoph und Christopher. Kenne ich auch sehr viele. Where are you going? That's where you're going.
Wann sperrt denn der jetzt auf? Das könnte aber langsam... Ach so, ja, man kann ja hingehen und dann... Oder? Ja, bis zum Morgen warten. Stimmt, das funktioniert ja. Ach, habe ich auch schon wieder vergessen. Excuse me. Stimmt, man kann ja zum Laden hin. Das habe ich letztens beim Waffenladen gemacht. Warum sagt mir das keiner? Ja. Verkaufen. Jawohl, der will doch jetzt. Aber warum kann ich das Fell nicht verkaufen? Das verstehe. Oder ist das Fell woanders? Na, das muss hier sein. Das Bärenfell. Wo ist denn das Bärenfell? Ich habe nur eine Bärenklaue. Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. You seem the ambitious type. If you want a unique garment, you need to bring me a unique belt. It'll be worth it. Das kapiere ich nicht. Ah, hier, Bärenfell. Oh ja, hier habe ich sie. Wert 5 Dollar, das... Sure. Das hat sich ja ausgezahlt. Das hat sich wirklich ausgezahlt. Das ist nicht wahr. Alright. Also, keine Ahnung. Das zahlt sich überhaupt nicht aus. Ach so, alle nennen mich nur Eiche. Aber eigentlich heiße ich Christoph. Ah, okay. Mein Lieblingstier ist der Rosy Lip Batfish. Und jetzt googelt den alle. Warte, das mache ich jetzt schnell. Auf die Schnelle. Den Rosy Lip Batfish. Okay, nicht schlecht. Sieht schick aus. Das hat sich ja richtig ausgezahlt, hier runterzufahren. Wegen einem Drecks. Bärenfell. Ich dachte, das wird mindestens 40 Dollar oder so einbringen. Das war naiv von mir. Für sie bitte Queen Anastasia. Anastasia. Fahren wir wieder mit dem Zug. Obwohl, warte mal. Wir schauen doch glatt mal hier hinein. Was der hier so hat. Got my candies in the middle there. Tobacco in the corner. Food and sundries to the sides and the booze is up by the counter. Vorräte brauche ich keine. Take a study. Let me know what catches your eye.
Gut, der hat keine Kleidung. Well, maybe some other time. So sehe ich auch aus, wenn ich mich schminke. Wunderschön. So. Wieder Fahrkarte kaufen. So, aber jetzt hole ich mir den. Ich hole mir den Bären jetzt. Das ist heute noch mein Ziel. Das will ich heute unbedingt noch schaffen. Ich will den Bären. Richtig wütend, wie er die Tür aufgeschlagen hat. Weil er nur $4 bekommen hat. Für das Bärenfell. Das ist ja ein Witz eigentlich. Have yourself a nice trip. Ach so, wegen. Was? Kleiner Tipp: Im Stall von Saint-Denis, bestes Pferd, Araber in Schwarz für 1000. Na gut, kann ich mir sowieso noch nicht holen. Nastja, ich hab $50 oder was. Irgendwie sowas. So. Jetzt brauche ich keine Markierung mehr. Ich glaube, ich finde so hin. Das Pferd ist der weiße Araber, der mal in der Story von Dutch war schon. Aber den kann man fangen. Wohnt wie ihr fährst in der Story. Okay. Okidoki. Aber ich habe ja auch einen weißen Araber. Ah, du meinst wahrscheinlich den legendären weißen Araber, oder? Also das hier ist auch ein weißer Araber. Ja. Whoa. Oh, war ich hier richtig. Easy. Howdy there, stranger. Hey, that's a nice looking horse you have there. Ja, danke. Bet it ain't faster than mine, though. Ariel's my pride and joy. How about we head to the veteran's homestead? Veteran's homestead? Yep. Sure, let's run. Wo ist das? Veteran's homestead. Wo soll das sein? Oh ja, jetzt gibt's ein Rennen. Ei hier oben. Okay. Einfach nur geradeaus. Oh shit. Rennen. Wohin reitet denn der Kollege? Was macht der Kollege hier?
Der rettet wahrscheinlich über den Berg oder was? Hä, was macht der? Wo reitet der hin? Okay, kam mir egal dann. Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Da Wasser angeln! Stimmt, hier könnte ich auch angeln. Aber. What happened to you? Huh? All that stamina training! For nothing! Okay. Bye now. Not a bad race. Maybe another time. Next time, friend. Next time we'll get you. You can write that down. Gut. Jetzt sind wir eh schon da. Apropos, wo ist mein Hut? Mein Hut. Na, nicht Arthurs Hut. Genau der. Nein. Hä? Nicht Arthurs Hut. Genau. Panama. So Leute, jetzt sind wir wieder auf den Spuren des legendären Bären. Aber da muss normalerweise so eine Meldung kommen, gell? Kommt da normal nicht eine Meldung? Sowas wie, du bist im Gebiet vom legendären Bären. Hirschfährten. Ach komm. Bin ich überhaupt dort? Ja, ich bin nicht dort, deswegen kommt es ja nicht. Denke mir. Hast du die Quest jetzt versemmelt? Welche Quest? Du meinst das Rennen? Hier, du hast das Revier eines legendären Tiers betreten. Finde und untersuche die Spuren, um dieses legendäre Tier zu jagen. Gut, das machen wir auch jetzt. Zuerst mal werde ich was essen. So. Dann noch was für die Ausdauer. Und noch was fürs Dead Eye. Ein guter Brandy. Eben das Rennen. Nee. Warum? Der hat doch gesagt, nächstes Mal wird er mich besiegen. Da ging es ja um kein Geld oder so. Der wollte einfach nur ein Rennen machen. Wahrscheinlich werde ich den noch ein paar Mal treffen. Den Typen. Nirgendwo Spuren. Oh, Bären gibt's hier.
hier. Das gibt's auch nicht. Fährte folgen. Ah, na, das ist Eichhörnchen. Ach. Aber da war noch eine Fährte. Unbekanntes Tier. Das ist doch auch wieder irgendwas. Das sieht man ja nichts. Ich weiß, dass der Bär da oben ist. Ich weiß, dass er da oben ist. Der muss da oben sein. Hier, warum steht unbekanntes Tier? Ich habe das doch schon... Untersuchen. Untersuchen. So. Den Eselhasen habe ich noch nicht untersucht. Hier, Eselhase. Jetzt kann ich endlich... Noch eine Eselhase. Finde es halt keine Spuren. Mal, vielleicht schaue ich hier hoch. Vielleicht finde ich da oben was. Oh. Zerbrochene Zwiebel. Oh. Aha, aha, aha. Jetzt wird's interessant, Leute. Und ich habe mein Gewehr nicht mit. Oh, zum Glück hört mich mein Pferd. Oh, ich dachte schon, ich müsste zurückrennen. Ich muss mal fix meine Wärmeflasche holen. Alles klar, Nastja. Bis gleich, bis gleich. Den Bären hole ich mir, aber sowas von. Das könnt ihr mir glauben. Da werde ich mir ein Festmahl machen. Sowas von ein Festmahl machen. Da ist es. Diesmal ist es da. Vorhin war es nicht. Bitte nicht. Bitte folge mir nicht. Ich will nicht, dass du stirbst. Bitte bleibe hier. Bleibe hier. Bleibe hier. Okay, jetzt. Erstmal mit dem Fernrohr dann. Mhm, da ist der Code. Und mit dem Fernrohr. Ah. Ich stehe da mit dem Fernrohr vom Code. Oh, da hinten ist er. Da hinten war er. Barati. Mit einem Scharfschützengewehr stand da, gell?
Die Zauberer kann benutzen ein Scharfschützengewehr, um einen sauberen Abschuss zu erzielen. Okay. Oh, jetzt. So wie ist die... Okay. Er kann mich nicht riechen. Das ist schon mal gut. What? Was? Wie oft noch? Der Sack aus. Was zur Hölle? Oh, wie er ausschaut jetzt. Ach du Scheiße. What? Ich dachte, das wäre ein Schuss oder so. Easy, ja, natürlich easy. Oh Mann. Was? Ich kann nicht alles nehmen von ihm? Gut, egal. Obwohl eigentlich nicht egal. Kann ich da nicht so eine legendäre Klaue oder so auch bekommen? Ist egal jetzt. Ich habe das Fell, mehr brauche ich nicht. So. Huh, der hatte keine Chance. Du hättest ihn in die Lunge schießen sollen. Warum? Sein Kopf war doch rot. Das war doch eigentlich seine Schwachstelle. Nicht Tiere essen, bloß Fische. Sind Fische nicht auch Tiere? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich esse alles. Finn isst alles.